Aus meiner Sicht als Unternehmer nein. Aber als Kommunalpolitiker müssen wir gewisse Aufgaben schultern. Will man das Geld herbringen, fragt letztens niemand. Der ganze Bereich, was verlangt der Bürger im Landkreis, in der Kommune, sei es jetzt unsere Straßendienste jetzt im Winterdraußen, sei es jetzt unsere Jugendhilfe, alles benötigt sehr viel Geld. Wo wir künftig Prioritäten setzen und zu sagen, das ist uns wichtig und das ist uns nicht wichtig, sei es unsere Kreismusikschule, sei es jetzt unsere Jugendhilfe und so weiter, wo Geld benötigt wird, können wir nur schultern, wenn wir über attraktive Arbeitsplätze verfügen und dort über gewisses Steueraufkommen verfügen, um das ganze Sache zu schultern.